zieh mal an. Ich zieh an. Ja, genau, ich zieh an. Was? Ja, ich zieh an. Nee, in Hamburg. In Hamburg. Ja, Peter wohnt in Köln eigentlich, ist neu in Berlin. Ich versuche es ihm schmackhaft zu machen. Sendung für Sendung. Ich mache immer wieder die Tour, aber es will mir nicht so recht gelingen. Schauen Sie rein. Ach, das wird schon. Ah, oh, Peter. Endlich wieder Berlin, oder? Wir beide wieder unterwegs. Mann, ey, dass du dich freimachen konntest. Ich wollte schon absagen, weil es ja so saukalt geworden ist. Ne? Habe ich auch gedacht, dass du vielleicht auch zu Hause bleiben möchtest. Ich habe ja deine Freundin extra angerufen auf der Arbeit und gesagt, wird nichts heute Abend mit euch beiden im Kino. Ja, habe ich mitgekriegt. War doch in deinem Sinne, oder? War ja völlig okay. Das kann, muss man der auch Peter muss heute Berlin angucken, habe ich gesagt. Also, verstehst du, wie ich meine, oder? Nee, die ist nett. Du weißt aber schon, dass wir was hatten, ne? Miteinander. Wer jetzt? Meine Freundin und du? Wann war das denn? Da wart ihr noch nicht zusammen oder erst kurz? Das Erste, was ich höre. Das ist wirklich... Ja, ist doch komisch, dass sie dir das nicht erzählt, oder? Ich meine, ich bin dein Kumpel, ich erzähle dir natürlich alles. Aber das... Du wissen, ne? Du bist jetzt nicht sauer auf mich, oder? Nein, ich bin jetzt nicht direkt sauer auf dich. Ich hätte nur von euch beiden gerne vielleicht mal Bescheid bekommen, weil so, wie hänge ich denn dazwischen? Ich dachte, sie hat dir das gesagt. Sie hat kein Wort, hat sie gesagt. Mann, Peter, wir kennen uns ja schon so lange. Komm mal her, Alter. Danke, Alter. Ja, was war denn genau? Also das darf ich ja wohl wissen. Wenn du die Kumpelgeschichte hier mal so anführst. Kleine Nummer auf dem Klo irgendwann mal. Das ist ja ekelhaft, ey. Peter. Ach, das ist ich schon... Ich bin doch kein Kostverächter. Und du bist kein Kostverächter, sie ist keine Kostverächterin, mein Gott, das passt da halt gut zusammen. Und ich musste ja damals auch zusehen irgendwie, dass ich sie irgendwie, mein Gott, ich habe gedacht, ihr passt gut zusammen. Warst du ja auch nicht mal hundertprozentig treu, oder? Doch. Ja. Doch, ja. Ich war ja mal, das ist ja eine andere Geschichte. Wir müssen ja nicht so lang machen, weil ich würde dann gerne mit ihr reden heute noch. Das rufst du doch gleich an jetzt. Ja, Maus, ich bin's. Ja. Nee, ich bin gerade mit Nils im Wagen und wir machen die Tour, wie besprochen. Genau. Ja, ja, super. Nee, super, Nils ist gut drauf. Ich freu mich auch. Nee, was anderes. Nee, wir sind so ein bisschen ins Plaudern gekommen gerade und Nils hat gesagt, ihr hattet mal vor mir was. Hm? Ja, er hat's mir erzählt. Das ist mir scheißegal, was ihr euch geschworen habt. Schatz! Klar. Eingehängt. Hat sie den DJ gemacht, oder was? Mhm. Aufgelegt, ne? Mhm. Wie lange lief das denn zwischen euch? Einfach mal reinweinen und dann ist es durch, weißt du? 10 Minuten. Viola ist halt nicht mein Fall. Aber guck mal hier, dass ich mit ihr in der Kiste war, ja? Oder war auf dem Klo. Ich bin der letzte Mensch. Ist doch... Der sich immer sowas aufregt. Ist doch auch ein Zeichen dafür, dass ich sie irgendwo zu schätzen weiß. Ich jetzt nur... Weißt du, so musst du das verstehen. Ja, aber was du nicht verstehst, mein Lieber, ist, dass ich es nur gerne vorher gewusst hätte. Vorher? Soll ich vorher anrufen, Peter? Ich bumse jetzt deine zukünftige Freundin.
Und sie ist nicht mein Typ. Und du liebst diese Frau. Mir hat sie nichts bedeutet. Hauptsache, wir haben Spaß heute Abend, ne? Es war ja noch nicht mal ein klassischer Sex, den wir hatten. Weißt du? Also, insofern, das zählt nicht mal. Was war's denn? Ja, so. Von hinten. Also mit dem Mund und von hinten. Analverkehr? Analverkehr? Du bist jetzt Frauenarzt, oder was? Ja, ja, das heißt so. Ja, Anal. Arschficken. Hatten die noch nie Analverkehr, oder was? Dass Sie sich unbedingt zulegen sollten. Und jetzt gibt es neu auch eine CD, die heißt Mit Hass gekocht. Sind das Rezepte? Oder? Nee, das sind Kurzhörspiele, sehr, sehr gut. Ja? Das ist ein altes Genre neu wiederbelebt. Sehr bescheiden, ja. Wie Sie das. Mit Hass gekocht, die neue CD von Heinz Strunk. Leider ist die Zeit schon um. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Alles klar. Danke, Peter, dass du wieder herkommst. Nächste Woche ist hier Till Schweiger zu Gast. Kein Witz, Till Schweiger kommt nächste Woche in die World, die ist ganz aus dem Haus. Diese Sendung können Sie bei Maxdome noch mal sehen. Heinz Strunk ist auf Tour. Die Tourdaten sehen Sie auf der Seite von genietruhshow.de. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Hier sind Tony and the Heartless Motherfucker.